möchte jetzt ganz herzlich Aiten Kaplan von NAFDEM begrüßen. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossinnen. Wir sind hier heute gemeinsam auf die Straßen, um gegen den schmutzigen Krieg der türkischen Armee in Afrin ein Zeichen zu setzen. Seit dem 20. Januar wird der kleine Ort Afrin ununterbrochen aus der Luft und vom Boden aus bombardiert. Die Bilder, die uns Afrin erreichen, sind erschütternd. Die Bilder erschrecken uns. Die türkische Armee führt einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung in Afrin. Mehr als 200 Menschen sind ums Leben gekommen, ganze Bezirke völlig zerstört. Der türkische Staat versucht seinen Angriffskrieg mit angeblichen Sicherheitsinteressen zu legitimieren. Auch die Bundesregierung zeigt Verständnis für diese vermeintlichen Sicherheitsinteressen ihres NATO-Partners, der Türkei. Aber wir fragen uns, welche Gefahr ging von Afrin auf für die Türkei? Wann wurde von Afrin aus die Türkei je angegriffen? Und wenn die Türkei von Sicherheitsinteressen an ihrer südlichen Grenze spricht, warum hat sie so lange den IS an ihrer Grenze geduldet? Warum konnten IS-Kämpfer unbehelligt über Jahre über die türkische Grenze gehen? So wie sie reingekommen sind in die Türkei, so sind sie auch wieder in Syrien reingekommen. Das ist doch lächerlich. Die Türkei geht um kein sicheres Interesse. Es geht der Türkei um etwas ganz anderes. Es geht um die kurdenfeindliche Politik. Es geht darum, dass die Türkei keine Errungenschaften der kurdischen Bevölkerung dulden will. Weder innerhalb noch außerhalb ihrer Grenzen. Aber es geht auch noch um etwas anderes. Und das hat tatsächlich mit Sicherheit zu tun. Es geht um die Sicherheit der diktatorischen Machthaber im Mittleren Nahen Osten. Es geht um die Sicherheit der globalen Interessen der kapitalistischen Machthabern. Sie sehen alle ihre Sicherheit in Afrin, in Rojava in Gefahr. Sie sehen alle Sicherheiten in Gefahr, und zwar in Gefahr, dass das gesellschaftliche Modell in Afrin, in Rojava und in der demokratischen Föderation notrühren. Dort entsteht nämlich etwas, das die Macht und die Interessen dieser Herrscher in Schwanken bringt. Und deswegen stehen sie alle hinter dem schmutzigen Krieg in Afrin. Aber auch gleichzeitig ist es für uns schön zu sehen, wie Menschen aus aller Welt plötzlich zusammenkommen und für die Verteidigung von Demokratie, Freiheit und Gleichberechtigung in Afrin einzutreten. Die Wärme und die Kraft, die die Solidarität hier heute ausgeht, reicht bis nach Afrin und darüber hinaus. Die Menschen in Afrin schöpfen aus dieser Solidarität den Mut, um den Angriffen der türkischen Armee und ihrer islamistischen Partner zu trotzen. Sie schöpfen aus unserer Solidarität die Kraft für ihren Widerstand. Lass uns deshalb heute hier ein lautes Zeichen setzen, dass unsere Stimme an diesem Tag bis nach Afrin reicht, damit die Menschen dort spüren, dass wir an ihrer Seite sind. Wie gesagt, es geht nicht nur um Afrin an diesem Tag. Es geht zugleich darum, dass ein alternatives Gesellschaftskonzept, eine basisdemokratische und geschlechterbefreite gesellschaftliche Perspektive zerstört werden soll. Wir sind uns deshalb bewusst, dass hinter diesem Krieg auf Afrin weit mehr Kräfte stehen als bloß die Türkei. Es sind auch deutsche Waffen, mit denen seit dem 20. Januar in Afrin zivile Stellungsgebiete angegriffen und Zivilisten ermordet werden. Die deutsche Bundesregierung trifft als Unterstützerin dieses Krieges auf, obwohl ihr bewusst ist, dass die übergroße Mehrheit der deutschen Öffentlichkeit sich gegen diesen Krieg stellt. Erst nach Wochen des Protestes auf der deutschen Straße hat sich das Auswärtige Amt zu einer zögerlichen Statement gegen den türkischen Krieg in Afrin entschieden. Gleichzeitig allerdings der öffentliche Druck gegen diesen schmutzigen Krieg erstickt werden. Eine kritische Öffentlichkeit wird als Störfaktor betrachtet. Auch deshalb versucht die Bundesregierung, unser Verband zum Verstummen zu bringen. Unser Protest wird verboten
unsere Grundrechte werden beschnitten. NAVDEM soll keine Demos mehr machen, anmelden dürfen. Die Grundrechte wie Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit sollen für die Mitglieder von NAVDEM als größter Interessenvertreter der rund 1 Million Kurden in Deutschland nicht mehr geben. Wir wissen, dass es deshalb zu diesen Verboten kommt, weil wir ihre Interessen stören. Es stört sie, dass wir an den Tagen wie in diesen gemeinsam auf die Straße gehen und deutlich machen, dass wir gegen diesen schmutzigen Krieg in Afrin sind. Aber solange sie weiter Kriege finanzieren, solange es weiter ihre Interessen vor Menschenleben setzen, ebenso lange werden wir nicht verstummen und ebenso lange werden wir gemeinsam euch stören. Deshalb ist der Widerstand in Afrin auch ein globaler Widerstand. Afrin steht für Hoffnung auf eine andere Welt. Sie wollen diese Hoffnung zerstören, doch wir werden es nicht zulassen. Gemeinsam können wir diesen schmutzigen Krieg gegen Afrin stoppen. Daher lasst uns gemeinsam unserer Verantwortung gerecht werden. Es lebe die internationale Solidarität, es lebe der Widerstand in Afrin. Barkhadan Jiyanek!